Guten Tag und herzlich willkommen an der Pfeilerbasilika München-Lora, einem klassischen Beispiel romanischer Baukunst. Die Pfeilerbasilika wurde um 1170 für das Kloster Lora errichtet, einem Benediktinerkloster. Die Pfeilerbasilika wurde in Form eines Kreuzes errichtet und besteht aus einem Hauptschiff und zwei Seitenschiffen. Sie stellt ein klassisches Beispiel romanischer Baukunst dar. Auch im Inneren der Kirche fühlt man sich sofort ins Mittelalter zurückversetzt. Der Taufstein stammt aus dem 15. Jahrhundert. Die romanische Krypta mit ihren prachtvollen Verzierungen ist besonders beeindruckend. Eine Krypta diente früher unter anderem der Aufbewahrung von Reliquien. Damit endet unser Rundgang in der romanischen Pfeilerbasilika München-Lora. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier viele weitere Dokus aus Deutschland. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.